Ein Musikfestival ganz im Zeichen der grünen Energiewende. Das war das Tomorrow Festival rund ums stillgelegte AKW Zwentendorf. Mit gleich 3 Stages, zig Live-Acts, vielen Specials und über 10.000 Musikfans, die ein friedliches Fest gegen Atomkraft feierten. Und für dich als Festival-Reporterin vor Ort unterwegs war auch GoTV-Scout Christina, die Spannendes rausgefunden hat. Hallo, ich bin die Christina, bin 18 Jahre alt und komme aus St. Valentin und ich bin heute der GoTV-Scout am Tomorrow Festival. Das Festival steht unter dem Motto des Volksbegehrens, dass Europa aus der Atomenergie aussteigt. Einzigartiger Schauplatz des Tomorrow Festivals ist das symbolträchtige AKW Zwentendorf, das aufgrund einer Volksabstimmung nie ans Netz gegangen ist. Und jetzt dient es zum ersten Mal als rockige Festival-Location mit so fantastischen Live-Bands wie Leningrad Cowboys, Bauchklang, den Wombats oder den Beth Edges, die mit ihrem Auftritt ein Statement gegen Atomkraft abgeben. Wir sind für ein atomfreies Europa und natürlich auch für eine atomfreie Welt generell. Also das so was einfach nicht passieren kann, was bis jetzt schon doch des Öfteren passiert ist. It's a great thing for us to be part of. I don't know if we've ever done anything like this before. No. It's definitely the first time we play on like or just next to a power station. Yeah. It's a cool location. Yeah. I've never heard of any festival that does, you know, that has just had simply the message of, you know, stopping nuclear power. They're just struggling, aren't they, governments, to actually make enough power because everyone's just on the gadgets all day, like draining the electricity away. So they've got to. I guess people need to like reduce their energy consumption. That's one of the main things. But it's probably not going to happen. So find safer ways to make power. I guess, yeah. Veranstalter des Tomorrow Festivals ist Österreichs größte Umweltschutzorganisation Global 2000. Eine der ganz wichtigen Stimmen gegen Atomkraft hier in Österreich, weiß Global 2000 Pressesprecher Martin Aschauer. Welchen schöneren Ort als das AKW Zwentendorf, das nie in Betrieb gegangen sind, weil sie Bürger und Bürgerinnen sich auf die Füße gestellt haben und nach Zwentendorf marschiert sind. 5000 an der Zahl. Ja, keinen schöneren Ort könnte es für ein Festival geben. Und natürlich haben wir uns bemüht, daraus auch ein Green Festival zu machen. Und man musste sich nur umschauen. Es gab viel, viel weniger Müll. Es gab öffentlichen Anreisen, es gab alles aus Bio-Workshops, Sustainable Dancefloor, wo die Leute beim Tanzen selbst Strom erzeugen konnten und in der Fahrraddisco selbst Strom erradeln konnte. Das Tomorrow Festival hat auch einen ganz konkreten politischen Hintergrund. Das zweitägige Musikfest dient als Startschuss eines europaweiten Volksbegehrens für den Ausstieg aus der Atomkraft. Wir haben 9 Forderungen, aber die primären Forderungen sind, wir fordern das zuerst mal, alle Hochrisikoreaktoren sofort abgeschalten werden bis 2015. Dann im zweiten Schritt geht es natürlich auch um Kostentransparenz. Ja, dieser Atommüll, dass Kostenwahrheit reinkommt und damit auch klar ist, dass das die teuerste Form der Energieerzeugung ist. Der dritte Part unserer Forderungen, Ausbau von erneuerbaren Energien. Das ist für uns wichtig und darum geht es bei My-Voice. Mit einer fetten Party im Elektrofloor endet dann auch für GoTV-Scout Christina ein fantastisches Festivalerlebnis. So, das war es auch schon wieder von mir vom Global 2000 Tomorrow Festival. Es hat viel Spaß gemacht, ich war gerne der GoTV-Scout. Und ja, gebt alle eure Stimme ab gegen Atomkraft, für ein atomfreies Europa, es zahlt sich aus. Alle weiteren Infos zu Global 2000 und dem Volksbegehren zum europaweiten Atomausstieg findest du übrigens unter www.global2000.at. GoTV. Be part of it.